Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Banished mit mir, dem Flo von Maximum Gaming und den 21 Einwohnern von Tiverview. In der letzten Folge, ja, haben wir, sag ich mal, das erste Jahr überlebt. Wir sind jetzt gerade dabei. Alter, wie mein Outer City ausschlägt. Ich weiß nicht, wie ich hier reinreden muss, ohne Scheiß. In der letzten Folge haben wir das erste Jahr überlebt, haben schon einige kleine Gebäude gebaut, zum Beispiel auch hier die Hunting Cabin, die ist neu jetzt. Und jetzt im Spring, also im Frühling, ist es der Job von allen Einwohnern, auf dem Feld mit anzufassen, damit wir über das Jahr rüberkommen. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier über die Zeit genügend, ja, Nahrung produzieren können, dass wir das auch schaffen. Wir haben 12 Einwohner. Also 12 Erwachsene, 12 Einwohner, die uns helfen können hier bei der Arbeit. Und brauchen eigentlich 13 Einwohner auf den Feldern. Und unsere Nahrung geht zur Neige, wie ihr das seht. Unsere Bäume tragen noch keine Früchte. Unsere Felder müssen erst gepflanzt werden. Das wird sehr knapp, weil wir in der letzten Folge nämlich leider nur... Ah, guck mal. Haha, ups. Habe ich erst gedrückt. Die schwimmen hier durch. Ja, cool, voll die Rehe. Ach ja, ich mag Rotwild. Verdammt, was wollte ich denn sagen? Genau, weil nämlich diese Spackos von Bauarbeitern, unsere dümmen, dämlichen, behinderten, doofen Deppen von Bürgern, es nicht auf die Reihe gebracht haben, dieses Feld hier frei zu schaufeln. Die hätten eigentlich nur ein paar Bäume entfernen müssen und dann wäre das schon da gewesen. Aber nein, sie haben lieber Straßen gebaut. Sie haben lieber, oh, keine Ahnung, einen Haufen Scheiß entfernt. Haben sich lieber hier unten rangemacht in die ganzen Gebäude. Und deswegen müssen jetzt die Leute fast verhungern. Und somit auch nämlich die kleine Elinette. Die 17 Jahre alte Frau, sage ich mal. Die junge Dame, die als Farmer eingeteilt wird. Educated, yes. Gebildet, ja. Naja. Elinette is working. Na, das glaube ich aber nicht. Elinette, du bist eigentlich nur ein bisschen doof am Rumlaufen. Der Typ hier arbeitet, der Estor. Der ist gerade bei 10 und schleppt Eisen rum. Und was machst du? Nichts. Faule Sau. So, gucken wir uns mal die Geschichten an für die ganzen Leuten. Hier ist Citizen. Julian. Ja, ich denke, was heißt Jillian. Age 16, also 16 Jahre alt. Clothing fair. Ich weiß jetzt nicht, ob mit fair gemeint ist, dass die relativ gut bekleidet ist oder dass es eigentlich angemessen ist. Tool Iron, also Werkzeug ist aus Eisen. Jillian is working. Tool None, Clothing Fair, Age 3. Ailey is idling. Okay, also ja, hier, strolling around. Monsira, Penela, Jermaine, Foreign. Felicity. Ach du Scheiße. Wer denkt denn sich den Namen aus? Cayman Catherford. Junge Catherford, komm sofort zurück ins Haus. Das Feld ist nur für die armen Bürger. Ah, da ist schon wieder die Elinette. Der Hall. Cayman, was haben wir denn noch hier? Mabela. Lenero. Was ist das hier für einer? Der Mary. Yoshi. Der Yoshi. Oh mein Gott. Gott. Ja, gibt's auch noch irgendwo Mario? Okay, das waren eigentlich so ziemlich alle, glaube ich, jetzt. Modette, Camerico, Estor, also was ist ja alles für, Alter. Was hier für Leute rumwuseln, ohne Scheiß. Okay, aber jetzt mache ich mal hier fast forward. Bisschen die Zeit beschleunigen. Und es fängt zu regnen an. Ich hoffe mal, das hilft uns hier. Auf unseren kleinen Feldern. Es ist nämlich schon Spring, also Frühling. Und unsere Felder tragen Früchte. Und der Vorteil ist, wenn man jetzt wenig Nahrung hat, wie wir jetzt zum Beispiel, wir haben 0. Da können wir hier zum Beispiel einfach mal die anweisen, von dem Feld was abzubauen. Obwohl es noch gar nicht fertig ist. Damit die Leute nicht wirklich am Verhungern sind. Und wenigstens schon mal ein bisschen was haben. Na, hallo? Hallo? Warum wird die Nahrung nicht mehr? Hallo? Frau? Du da oben? Ah, 133 jetzt. Cabbages, 216. Na, wunderbar. Also das wird, ich denke mal, mit den ganzen Feldern werden wir jetzt nicht gerade unbedingt verhungern. Ah, okay, hier ist der Blacksmith. Das bedeutet, hier ist ein na, das bauen wir dahin. So, ausgezeichnet.
Und ich werde jetzt auch... Oder mal gucken, werde ich das? Ich werde. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch mal einen Tunnel. Verdammt. Ups, nein, das ist eine Mine. Ein Tunnel, okay, das hier ist ein Quarry, also das ist ein Steinbruch. Den können wir auch hinbauen, weil diese Steine, die hier auf der Map verteilt rumliegen, die werden nicht immer da sein. Und ja, wenn es soweit ist, muss man sich einen Steinbruch bauen. Dann gibt es hier eine Mine. Mit der kann man auch was arbeiten, auch ein bisschen was bauen. Das ist die Brewery, die Tavern. Da können Leute was trinken. Aber dafür braucht man bestimmte Sachen. Die brauchen nämlich, um Alkohol herzustellen, zum Beispiel Weizen oder keine Ahnung was. Also hier aus den ganzen verschiedenen Dingern. Und das haben wir leider noch nicht. Aber ich glaube, aus Peaches können die auch was herstellen. Weiß ich aber nicht. So, dann haben wir ein Pasture. Das ist ein Gehege. So sieht's aus. Aber dafür bräuchten wir erst einmal Wild. Genau, einen Brunnen wollte ich bauen. Einen Brunnen. Falls immer die Kacke am Dampfen ist. Dass man dann etwas hat zum Löschen. Naja. Okay, ein Brunnen muss reichen. Und was ist denn hier oben? Das kann da weg. Das hier kann weg. Das wird schon alles abgebaut. Was ist das? Naja, okay. Dann werde ich hier nochmal ein Stockpile hinbauen. 6x8, da kommen dann die ganzen anderen Dinger hin. Und dann zeige ich euch mal ein Storage Barn. Das ist der Ding, den wir jetzt gemacht haben. Mit der Taste R kann man übrigens die Gebäude drehen. So, das hier ist ein Stockpile. Ein Stockpile ist jetzt ein Lager, wieder oben. Das hier ist ein Market. Das ist ein sehr, sehr praktisches Ding, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo anders... Also mal angenommen, ich will hier unten drinnen was bauen. Okay, ist ein bisschen eng. Nee, sagen wir mal, ich will hier drüben was bauen. Dann pflanze ich den Marketer einfach hin. Der wird gebaut. Um den Marketer rum kann ich die ganzen anderen Gebäude bauen, wie zum Beispiel Häuser oder so eine Scheiße. Aber im Market kann ich, wenn das... Was ist das denn? Stone is low. Ich weiß, dass Stone low ist. Habe ich jetzt fast zu viel geredet und hier nicht aufgepasst mit den Gebäuden. Okay, die Bauern kann ich abziehen. Ein Hunter... Ein Woodcutter, ein Forester und den Rest pflanze ich dahin. So. Dann könnte ich den Market da unten hinbauen, baue die ganzen anderen Gebäude drumherum, wie hier zum Beispiel Brunnen oder Eigenheime und lauter so eine Scheiße. Und wenn ich dann mal angenommen hier drüben Fressen produziere und die Bauern da nicht immer hinlaufen wollen, kann ich im Market eine Vendor anweisen. Also dem Market einem Vendor zuweisen und der läuft dann zu den ganzen verschiedenen Gebäuden hin, wie zum Beispiel einem Schmied oder einem Tailor oder eben den ganzen Feldern und holt da die ganze Nahrung runter und die ganzen Gegenstände, die Leute zum Leben brauchen. Also so ein Marktplatz ist dann, sage ich jetzt mal, das Zentrum des Seins für die ganzen Bürger hier und man kann sich eigentlich ein bisschen freier entfalten, weil man nicht so einen engen Wege einhalten muss, weil ja der Vendor oder der Market zum Mittelding ist. So, mach ich hier mal weiter auf 5 am besten. Dann, was kann man denn noch bauen? Ein Boardinghaus. Das habe ich eigentlich noch nie gebaut. Aber das werde ich mal machen. Hier steht nämlich, provides a temporary place for the homeless to live. Bedeutet, dass im Boardinghaus, das ist ein vorübergehender Ort für, ja, sage ich jetzt am besten, nicht Arbeitslose, für Heimatlose, für Bettler und sowas. Für Leute, die neu in die Stadt kommen und eben ein Zuhause brauchen. Für die ist es der letzte Zugang. Oder, nee, Quatsch, die erste Wohnung, sag ich mal. Ich bin schon mehr verwirrt. Ach ja, so viel Gerede hier. Erst durchatmen. Ach, so. Also, ein Stonehouse. Das ist das nächste Ding, was wir bauen können. Ein Stonehouse, das ist schon das, was es heißt. Und zwar ein Steinhaus. Provides a place for citizens to live, eat, store food and stay warm. Provides more warmth than wooden houses. Bedeutet, Steinhäuser benötigen zwar ja viel Eisen und Stein und noch ein bisschen mehr Holz als normale Holzhäuser, um gebaut zu werden. Dafür benötigt man aber dann im Endeffekt nicht so viel Feuerholz wie in Holzhäusern. Das ist auch sehr praktisch, weil Feuerholz muss man später verdammt viel produzieren. So, dann werde ich mal hier oben diese ganzen... Dinge da abreißen lassen und hier drüben. So.
Ach, Farmer, scheiße. Ich brauche doch gar keine Farmers. Was soll denn Mist? So, okay, die bauen dann da fleißig weiter. Stein brauchen wir noch ein bisschen was. Hier drüben die Brücke wird auch gebaut. Ich brauche auch nur noch Stein. Was kann ich denn noch zeigen? Ein Schoolhouse mit dieser schönen Musik im Hintergrund. Ein Schoolhouse? Ja, das ist eine Schule, wie schon gesagt wird. Können, glaube ich, bis zu 15, oder? Mal gucken, steht's da? To be more productive. Nee. Kann jedenfalls eine gewisse Anzahl von Schülern. Hier steht's. Also zuerst werden sie Children und dann werden aus den Schülern Studenten. Wenn man hier eine School baut, werde ich immer gleich machen. Haben wir hier noch Platz? Oder da habe ich eine schöne kleine Idee. Da mache ich das jetzt mal wieder Gronkh und werde mich hier ein bisschen als Landschaftsgärtner etablieren. Und zwar werde ich hier drüben eine Brücke hinbauen und werde dann auf der anderen Seite der Brücke unsere kleine, süße, feine Scheiße. Passt nicht. Mist. Okay, dann muss ich das so machen. Dann werde ich auf der anderen Seite der Brücke unsere Schule hinbauen. Damit wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Ups. So. Dann wäre die Schule auch getan. Dann werde ich hier drüben noch einen Brunnen hinbauen. Tada. Falls die Schule abfackelt. School's on fire. Ein Hospital. Ja, ein Krankenhaus. Also ich versuche wirklich alles immer zu übersetzen. Tut mir leid, falls das irgendwelche Leute nervt. Aber es gibt genügend Leute, und davon kenne ich auch welche, die können halt einfach kein Englisch. Und wenn die sich so ein Let's Play angucken wollen, deutsches Let's Play, der ständig englische Spiele zockt, ja, das ist auch nicht, sage ich erstmal, das Gelbe vom Ei. Deswegen versuche ich das immer zu übersetzen. Und ja, im Hospital, wie gesagt, im Krankenhaus, seht ihr schon, hier irgendwo war ein rotes X. Na, da vorne ist ein rotes X, hier seht ihr. Da, ups, da war es hier. In der Mitte ein rotes X. Oder, ja, Kreuz hier, Schweizer Fahnen ist es nicht. Das ist ein Hospital. Also ein Krankenhaus. So. Dann die Town Hall, das ist, glaube ich, mit das größte Gebäude in diesem Spiel. Also Gebäude, und ich rede jetzt nicht von Mine oder Steinbruch. Ah, wir haben Early Spring schon wieder. Da muss man immer aufpassen, dass man das nicht verpasst. Kleidung und... Warum haben wir denn keinen Blacksmith? Der wird jetzt erst gebaut. Weil jetzt sehe ich hier nämlich unsere Tools und unsere Kleidung geht runter. Das passiert nämlich immer gerne ganz schnell. Und wenn man da nicht aufpasst, dann werden die Leute verdammt unzufrieden. Und sobald man einmal keine Werkzeuge hat, sind die Leute hier verdammt unproduktiv und dann war es eigentlich schon der Untergang der Gesellschaft in diesem Spiel. Ich hoffe mal, dass wir das doch rechtzeitig gebaut hier. 3, 4, 5, 6, okay. Ich hoffe echt, die werden rechtzeitig fertig noch, ey, bevor es hier eskaliert. Einer braucht schon... Ja, einer will schon ein Tool haben. Fuck, das wird knapp, ey. Okay, machen wir weiter im Programm. Also Town Hall ist, glaube ich, mit das, ja... größte Gebäude, das man bauen kann. Ja, das sind so ein paar kleine Statistiken und da kann man global irgendwelche Sachen zuweisen, wie viel von was eingelagert werden soll in so einem Scheiß. Eben alles, was man gerade braucht. Ja, dann machen wir hier mal einen weg. Und da, okay, passt. Dann hier die Church. Da kommen Leute rein, wenn sie Happiness seeken. Also wenn die Leute Glücklichkeit wollen. Das macht sich hier Average Happiness of Citizens. Das wirkt sich darauf aus. Und dann sind Leute einfach glücklicher und bauen gemütlicher. Und ja, ne? Wisst schon. Cemetery. Das ist der Friedhof. Der sieht folgendermaßen aus. Ja, okay, er sieht eigentlich nicht besonders aus. Hier ist halt nur so ein kleines Tor, umrum eine kleine Mauer. Und da werden dann eben Tote eingelagert. Ist halt jetzt eingelagert, als ob die da reingeworfen werden einfach und nicht gewollt werden. Nee, das wird auch benötigt. Und zwar, wenn Leute sterben, dann gehen die Leute ganz gerne dahin, die Familienangehörigen, und trauern. Und in der Zeit, in der sie trauern, arbeiten sie halt nicht. Und deswegen baut man auch eine Cemetery hin und dann sind die auch zufrieden. So, ich hoffe mal, der Typ baut jetzt hier fleißig seine fucking Tools ein. Scheiße. Naja, und das wird eben auch benötigt. So, was gibt's denn noch? Dann gibt es hier einen Trading Post. Der Trading Post, der kann nur an so einem dicken Fluss gebaut werden. Den sieht hier oben an der Tafel, an der Karte. Der hier oben anfängt, unten aufhört oder links oder rechts. Der kann nicht hier an diesem einzelstehenden See zum Beispiel gebaut werden. Also er kann schon, aber es bringt nichts. Und den müsste ich dann hier oben hinbauen und dann kann hier Sachen handeln. Mit einem Händler, der immer wieder mal vorbeischaut. Von dem kann ich dann zum Beispiel im Tausch gegen Lebensmittel dann irgendwelche Tiere kaufen.
was ich dann später auch machen werde, weil das ist dann sehr wichtig für die Kleidungsherstellung. Das ist nämlich einfach viel angenehmer, als sie ständig diese scheiß Hirsche zu jagen. So, was habe ich denn noch nicht gezeigt? Stockpile. Stone Roads gibt's auch noch. Da kann ich aus den Straßen hier Steinstraßen machen. Und einen Tunnel gibt's, den wollte ich schon von Anfang an zeigen. Einen scheiß Tunnel. 208 Steine würde uns ein Tunnel hier durchkosten. Das wäre dann aber ein direkter Weg hier rüber. Und da könnte man dann zum Beispiel... Was sind das für Geräusche? Ich hab gerade voll einen Schock gekriegt, ey. Alter. Und dann kann ich hier zum Beispiel einen Markt hinbauen, hier Fischer und dann hier ein paar Gebäude und nochmal, hast du nicht gesehen, und dann eben ein kleines, alleinstehendes Völkchen. Ein Dorf von Tiverview. So, was hier bitte noch? Das war's eigentlich schon. Das sind eigentlich so die Gebäude, die man bauen kann. Ist keine große Auswahl. Und später ist es dann nur noch repetitiv. Repetitiv. Haha, Titte. Okay, Und zwar baut man einfach noch mehr Gebäude, mehr Nahrung, macht sie glücklich, mehr Gebäude, mehr Nahrung, mehr Holz, mehr, ja, Tools und mehr Clothes und den ganzen Scheiß eben. Gathers hat, okay, Hunting Cabin, Forester Lock und Herbalist. Machen wir mal einen Bilder weg und machen mal einen Herbalist hin. Weil ihr seht hier, Average Health of Citizens, die durchschnittliche Gesundheit von unseren kleinen Bürgerschen. So, Moment, das muss ich mal kurz umsetzen. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck, wenn ich dann... Moment. Wasserflasche. Ah, so. Trinken muss sein, tut mir leid. So. Was wollte ich denn gerade sagen? Na, jedenfalls wiederholt sich alles immer wieder und wir brauchen jetzt einen... Na, hier seht ihr schon einmal Medizin und hier unten ist leider 3 von 5 Herzen. Ich hätte das gerne auf 5 von 5 Herzen, dafür bräuchte ich aber mehr Medizin und dann im Notfall auch ein Krankenhaus. Aber so weit sind wir noch nicht. So, der Lagerraum da ist voll. Nahrung wird fleißig produziert. Gebaut wird jetzt auch, weil wir nämlich jetzt schon neue Bürger haben. Dann machen wir hier den Hunter nochmal rein. Hunter sollten eigentlich immer belegt werden, weil die sind verdammt wichtig. Das geht mir da eigentlich eher weniger um die Nahrung, sondern eher mehr um die... Hier. Um die Felle. Für die Hidecoats. Also für die, Fell-Dinger. Leder-Klamotten. Umhänge. Weil Kleidung ist, wie gesagt, sehr wichtig und wenn man keine Kleidung hat, dann erfrieren die Leute ratzfatz, werden unglücklich, streiken und kriegen die Pest. Und dann hat man hier noch die Option, habe ich gerade gesehen zum Anklicken, Hidecoat, Woolcoat und Warmcoat. Ein Hidecoat wird aus Leather gemacht, das bekommt man bei Kühen, wenn man Kühe hat, und bei dem Jäger. Den Woolcoat bekommt man, also die Wolle, bekommt man bei Schafen. Und den Warmcoat, den bekommt man, wenn man Leather und Wool hat. Also dafür braucht man Leder und Wolle. Also mindestens eine Hunter und Schafe. Und oder Kühe. So, na, plomp plomp, was war das? The reserve of lock is low, Master. Ja, wir haben kein Lock mehr. Wir haben kein Holz mehr, weil hier so viel fleißig gebaut wird. Leute, dafür kann ich doch auch nichts. Aber hier unten ist doch genügend Holz. In der Forester Lodge. Da drüben kommt dann auch nochmal mehr Holz hin. Das heißt, das wird kein Problem sein. Ups, scheiße, das ist weggemacht. Na, da. So. Nochmal 10 von 10. Damit wir hier den Winter noch durch haben, bevor die Folge vorbei ist. Dann kann ich hier wieder aufhören, wenn Sommer, wenn Frühling ist. So, und jetzt ist das hier der Trick, den ich euch gesagt habe. Was ein bisschen hinderlich ist immer. Hier ist jetzt abgebaut... Das heißt, ich mache da Work weg. Hier ist, da oben ist abgebaut, dann mache ich da Work weg. Und durch die zwei Work-Dinger habe ich jetzt schon wieder hier unten einen Farmer frei. Weil die helfen sich ja nicht gegenseitig und diesen einen Farmer kann ich woanders einsetzen. So, jetzt habe ich 10 von 10 Farmern. Das Feld hier ist leer, das heißt, den Farmer brauche ich nicht. Da habe ich wieder einen weniger, bla bla bla. Bla bla bla, klicken, bla, weitermachen, bla, effektiv. Und das ist halt immer noch so ein bisschen Nachteil. Naja, also, genau hier kann ich jetzt euch mal zeigen, wie das funktioniert. Tool. Hier werden beim Blacksmith unsere Werkzeuge gebastelt und zwar braucht man dafür Eisen und Holz oder Eisen, Holz und Kohle und mit Eisen, Holz und Kohle kann man Stahl bauen, also Stahl.
Und ob es das wirklich taugt, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Wenn ich das dann mal mache. So, die Brücke, die wird auch noch fertig gebaut. Und hier oben brauche ich noch eine mehr. Also das Feld in der Mitte mit 4 Leuten zu besetzen war ein bisschen zu wenig. Sehe ich gerade. Ach, und wir haben auch gar kein Holz, weil der Forester nicht da ist. Okay. So, wir haben jetzt 3700 Nahrung. Das sollte uns eigentlich erstmal ausreichen. Das heißt, die hier kann ich wegmachen. Dann mache ich da Gatherers hin. Die machen uns dann noch ein bisschen Food, ein bisschen Essen. Und den Rest kloppe ich hier auf die Bilder drauf. Reserves of Loggers Low. Ja, wir haben wenig Holz. Das ist mir in der Tat bewusst. Und jetzt machen wir hier Fast Forward. Und warten schön gemütlich, bis der Winter vorbei ist und wir uns in ein neues Jahr stürzen können. Early Winter. Und jetzt ist Winter und was brauchen die? Ach, weil wir keinen Log haben, haben wir kein Feuerholz. Das heißt, die Leute frieren uns gleich ab, glaube ich. Reserve Firewood und Logs. Okay. Nichts zum Verbrennen. Schmeiß die Kinder in den Ofen. Oder die, ja, Cabbages. Oder die Mushrooms. Genau, scheiße. Schmeiß die Pilze in den Ofen. Ah, ja, fuck. So. Na, habt das gleich. Late Winter. Hallo, neue Folge. 22 Minuten. Wop, 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 wop. Hunting Cabin, Gatherer's Hut, Herbalist und Forester Lodge. So, die sind wieder auch fleißig gebastelt. Die brauchen auch noch Baustunden. Unten, 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 bla, bla, bla. Okay, dann werde ich mal gucken, ob ich hier irgendwo Steine bauen lassen kann. Hier, hier. So, und jetzt, meine Freunde, ist Early Spring. Das bedeutet, es ist, ja, Moment, das baue ich lieber nicht ab. Es ist früher Frühling. Das heißt, wir können hier die Leute wieder zur Arbeit schicken. Unser faules Volk. Unsere Untertanen. Na, komme ich hier oben nicht? Ah, da muss ich noch auswählen. So. Aber, wie das neue Jahr verlaufen wird. Und ja, ich werde dann gucken, dass ich an Holz rankomme, dass ich dann hier viel mehr vollbauen kann. Ob wir das schaffen und ob wir überleben und ja, ne, und hier so ein Scheiß und Ohr und Feuer und Pest und was nicht alles ausbrechen wird, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Banished mit mir, dem Flo von Maximum Gaming und unseren treuen kleinen Untertanen, wie zum Beispiel hier den Gustus oder die Marbella oder den Keyman oder den Deondrew oder die Penella. El Miracle, ey, fuck, was haben die für Jillian DeLorean? Genau, dann verabschieden wir uns mal hier mit der DeLorean. Mit der Frau, mit dem 5-jährigen alten kleinen Kind, das keine Ausbildung hat, der Nub. Und ja, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Banished. Bis dahin.